Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Ja, mit mir immer gleich, Gilde Nummer 1, Siege Time. Gegen Osteria 4. Jo, und dann schauen wir doch einfach mal da rein hier. Oh, wer ist denn das da im Hintergrund? Ich werd beobachtet. Wer beobachtet mich? Was? Schaut ihr mir etwa über die Schulter, was ich da mache? Wollt ihr mir zuschauen? Also, ne, wer ist denn das? Ah, hier zwei seid ihr Schlawiner. Na, dann schaut doch mal zu, was ich hier mache. So, also. Okay. 20, ja, wahrscheinlich kriegen wir diese Insel jetzt nicht mehr down. Ein bisschen schade, egal. So, auf los geht's los. 27 Minuten noch zu spielen. Und dann guckt ruhig, guckt, guckt, guckt über meine Schulter. Guckt, guckt. So. Gegen wen darf ich denn kämpfen hier? Gegen wen? Wer ist es? Na komm schon. Auf. Ah! Mein Tablet ist wieder arm. Oh, Automatik raus. Was ist das? Was ist für ein Hintergrund? Schwarzer Hintergrund, was ist denn los hier? Meine Güte, was ist denn hier kaputt? Gegen irgendeinen 4box 06. I'm fighting versus Box 4 6 0 6. Okay, also weiter geht's. Dann haben wir jetzt hier die James Woods High School. Da kommt die schlimme Tina bei raus. Das ist richtig geil. Dann haben wir die Lila. Und jetzt haben wir spätestens, jetzt haben wir das Match gewonnen. Jawohl, so. Mit der Tom Landry Middle School. Sexualkunde Peter. Damn! Bam! Nice one! Nice one! Nice one! So! Hat's euch gefallen? Hat's euch gefallen? So, wir haben gesagt, ja. So, also, dann geht's weiter hier. Gegen wen kämpfen wir jetzt? Gegen? Gegen. Gegen Sergei von Osteria 4. Sergei, auf geht's, Kollege. Und wieder die schlimme Tina. I love my bad Tina. Oh, das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden, so wie ich das Ganze sehe. Da muss hier, oh, jetzt muss was passieren. Jetzt muss was passieren. Ich mache jetzt erstmal hier Rogers Kleiderschrank. Und da ist auch schon wieder vorbei. Kaboom! Und jetzt kommt noch die Clobberella. Oh, I love my Clobberella. So, und dann haben wir nochmal einen Kleiderschrank. Und dann haben wir gegen Sergei von Osteria 4 gewonnen. Ja, Mann! So, und weiter geht's, noch 8 Matches. Ja, ich bin so langsam auf dem Weg der Besserung, glaube ich zumindest. Hirntechnisch vielleicht nicht unbedingt, aber gesundheitlich geht es mir schon ein klein wenig besser. Und das jetzt nach sage und schreibe fast 4 Wochen. So. Und wieder die schlimme Tina. Sorry. Was macht der denn da? Warum hat er denn die Lila? Wahrscheinlich wegen der Cloverella, oder was? Ehrlich? Oh, Starfington Academy. Jo, das war's. Ich mache jetzt erstmal hier auf Nummer sicher gehen, den Bill Daughtry da hinten ein bisschen zu blocken. Je nachdem, was da passiert. So, und es war vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also. Mr. Deliver. Bam. Checker 4. Besiegt. So, wer ist der nächste Gegner? Komm, 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 komm. Auf geht's. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? So, nächstes Match, noch 7 sind offen.
Bei solchen Matches kommt immer Freude auf. So, okay. Und wieder ein schwarzer Bildschirm im Hintergrund. Was ist denn da los? Gegen Vrun. Vrun 74. Ja gut, jetzt muss ich hier mit Bender loslegen. Da müssen wir mal gucken, was er mit Peter da macht. Aber auch da sieht wieder nicht besonders spektakulär aus. Hier haben wir wieder einen Rogers-Kleiderschrank. Ja, und Bürgerkriege. Oh, den Winfrey. Auf den Winfrey hat er zwei Kronen. Auf den Winfrey zwei Kronen. Auf Winfrey. What? Also, Brun, solltest du dieses Video sehen, guck dir lieber meine Daily Shop News und Combo Recipes an, dann weißt du, worauf du besser die Kronen setzen solltest. Also mit Sicherheit nicht auf den Winfrey. Zwei Kronen auf Winfrey. What? Gab so geile Kombos in der Vergangenheit. Der Winfrey zählt jetzt nicht unbedingt dazu. Aber na gut. Also, okay. Gucken wir mal, wer ist der nächste Gegner? Wer ist der nächste Gegner? Wer ist der nächste Gegner? Komm, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Schon wieder ein schwarzer Bildschirm. Oh, das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Box. 8 Box ist am Start. Ja, beim Gagaball habe ich leider keine Steine mehr gehabt, sonst hätte ich mir den natürlich sofort gegönnt hier. Mein zweiter Count hat er sie auch, aber hier jetzt leider nicht. So, das muss ich mir was einfallen lassen. Oh ja, der ist schon immer weg, das ist gut. Jetzt hier vorne erstmal den Peter hin. Und jetzt muss ich da hinten erstmal überleben. Überleben. Stewie dahin. Ja, das Ganze hier ist jetzt ein klein wenig. Was mache ich denn am besten jetzt hier? Das ist der 6 Sawyer. Karatest du? Ja, Chicken Fight ist natürlich geil, ne? Aber erstmal muss ich ja hier überhaupt mal noch im Rennen bleiben. Und jetzt komme ich mit meiner Chicken Fight. Die liebe ich. Autsch, Autschen, 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 Autschen. Dieses Match habe ich noch nicht verloren. What? Ich lebe noch, ich lebe noch, der Bender. Ja, Mann! Komm, 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 go, 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 go. Und es war's. Oh mein Gott, das war ein echt mega enges Match. Chicken Fight! Hat mir tatsächlich noch den Hals gerettet. Da guckt er im Hintergrund, ne? Hab ich gut gemacht? Hab ich echt gut gemacht? Geil! So. Weiter geht's. Ein bisschen Psycho muss man auch sein hier. Sonst kann man dieses Spiel nicht spielen. Man muss ein bisschen was an der Waffel haben. So, weiter geht's. For you, Dick. Nur so mit 2K geschrieben, also bitte jetzt nicht ihr irgendwie, was weiß ich, da kommen von wegen hier nicht jugendfrei und so. Ich habe das ja nicht da geschrieben, das steht da so. Kann ich jetzt auch nichts dafür. Dann fangen wir einfach mal an mit dem Eugene-Belge. Und das Maskottchenrennen ist jetzt nicht so die beste Wahl. Das ist jetzt gar nicht schön. Und der kommt natürlich auch durch, ne? Das ist natürlich das Problem jetzt hier bei dieser Geschichte. Aber das macht mir jetzt auch nichts aus, weil jetzt wird motiviert und ich habe mit dem Baseball Bobby erstmal hier ein bisschen für reinen Tisch gesorgt.
Jetzt kommen wir noch mit dem Roger in Verkleidung. Und der beendet das Match for you. Schniedel. So. Wie viele Matches haben wir noch? Wie viele Matches haben wir noch? Komm, Baby, komm, komm, komm. Go, Baby, go. Bam, 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 bam. So. Nächstes Match. Damit ziehen wir dann wieder ein in die Top 100. Komm schon. Wer ist es? Wieder 4box06. Wen nehmen wir denn jetzt hier? Baby Enten Stewie oder wir nehmen Baby Enten Stewie. Wir könnten aber auch Baby Enten Stewie nehmen. Theoretisch wäre auch Baby Enten Stewie eine Möglichkeit. Wir könnten aber auch Roger in Verkleidung nehmen. Aber Baby Enten Stewie ist eigentlich aktuell die geilere Wahl, weil Baby Enten Stewie halt einfach geil ist. So, was labert der da? So, auch auf die Gefahr hin, dass da hinten noch irgendwas Gefährliches passiert. Ich werde jetzt das erste Mal mit dem Gagaball aufräumen. Und jetzt machen wir hier the finishing move. The Gagaball räumt ab. Ja, Mann! Habe ich gut gemacht? Habe ich es gut gemacht? Ja. Gut. Alles klar. So. Ja, rein theoretisch könnten wir die vierte Insel down bekommen, aber ich glaube nicht dran. So. Also. Vrun 74. Mit einer Peggy fängt er an. Peggy am Start. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Flügelmutter Lila ist da. Flügelmutter Lila ist da. Aber die Perisation. Und die nehme ich auch. Ich mache erstmal die Louise. Und dann machen wir hier die Perisation. So. Scheinprozess Louise und haben wir hier einen Bender. Einen Bender. Gegen Vrun 74. Geil. Ja, Mann. So. Haben wir nochmal 10 Golden Turds geholt. Und einen weiteren Sieg. Ja. Yeah. Zwei Matches haben wir noch tatsächlich offen. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. So, Mr. Katz 4. Und da haben wir den Bob. Geht nicht. Dann machen wir hier Rogers Kleiderschrank erstmal. Dann schauen wir mal, was als nächste Karte kommt. Ja, dann muss ich natürlich die James Woods High School spielen. Ich kann auch Jetzt muss ich mir natürlich irgendetwas. Jetzt muss der da irgendwie. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, Dr. Bombenstein auf der 1 ist natürlich. Das ist natürlich abartig. Das ist also gar nicht nett. Ich finde das überhaupt nicht lieb von dir, dass du hier einen Dr. Bombenstein mir auf die 1 setzt. Das finde ich überhaupt nicht nett. Ja, damit habe ich das Match verloren. Dr. Bombenstein auf der 1 tut weh. Das habe ich nicht gut gemacht, ne? Nee. Habe ich mir schon fast gedacht. Guckt ihr mir trotzdem weiter zu? Ja. Na gut, also. Also, letztes Match jetzt hier. Und dann schauen wir mal. Wen haben wir jetzt als letztes? Bitte nicht nochmal Dr. Bombenstein. Das ist jetzt 4box06. Dr. Bombenstein.
Ich hasse Dr. Bobenstein, wenn er nicht auf meiner Seite ist. Der ist nicht lieb. Komm, lass uns gleich mit dem Schex-Lemenux anfangen. So, dann kommen wir hier noch mit dem Kleiderschrank. Und ja, jetzt ist das Match ja schon vorbei. Oh, das reicht nicht ganz. Ist ein bisschen schade, macht aber nichts. Einen hat er noch. So, jetzt hat er keinen mehr. Komm, jetzt ist es egal, jetzt spiele ich den. Das ist ja wurscht. So, einen haben wir noch gegen 4 Box 06. So, damit haben wir jetzt noch ungefähr 10 Minuten zu spielen. Jetzt muss ich Vollgas geben mit meinem zweiten Account. Wir gucken ganz schnell hier durch. Oh mein Gott. Sollte aber noch relativ schnell funktionieren. So, wir haben 12 Minuten Zeit. Das reicht eigentlich in der Regel. Hier haben wir 47 Aktive gehabt bei uns. Gucken wir mal. Chris, Nutty Nate, Manu Baya, Topdas, Cuddly Work, Robert, Bounty, Jazzy, X-Aim, Kings, Junkhead, Apocalyptica, Typicolada und Abdam. Jeweils mit einer glatten 100. Congrats, Leute. 14 Perfect Matches. Burger Boy, The King, Eat Fresh Food, Homer J, Krankus, Herr Gleich, also ich, Manuel K., Runowski, Il Guru, Tularis, Amir Palang, Michael A., Alessio, Wurf 13. Jeweils 91. Brian XD. Sonja, Dytronic, Gecko, Henny, Mimo, Brownie, Thomas Cookie, der Pate, 82, Stromi, Olli, Z, Gamer Guy, Teklis, 73, Dennis, Enska, Edgar Santos, Lord Edo, 64, Huicho, 46 und Ulrike K. kämpft wahrscheinlich gerade. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut sich das Mal wieder an, wenn es wieder heißt Animations Roadrun mit mir, mein Geist, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss!